Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. YouTube. Hallo. Vielen Dank für die tolle Resonanz zum ersten Video. Und weil ihr so fleißig kommentiert habt, werden wir jetzt uns mal die Comments reinziehen und schauen, was ihr da so hinterlassen habt. Genau so ist es. Wir haben uns überlegt, dass wir auf einzelne Kommentare immer mal wieder eingehen, aber vor allem auch immer den meistgelikedesten Kommentar vorlesen, der dieses Mal von der geschätzten Anna Unique kommt. Anna Unique schreibt: So gutes Thema, hat mega Spaß gemacht, euch zuzugucken. Freue mich aufs nächste Video. Oh. Vielen, vielen Dank. Wirklich, das gibt wahnsinnig viel Energie, viel Kraft und, absolut, und gutes Feedback. Mann, davon leben wir gerade. Ja, dann gehen wir doch mal direkt auf den nächsten ein, und zwar den Herrn Kanackhausen. Alter, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Okay, ich würde einfach nur ganz kurz auf den zweiten Platz von ihm eingehen, und zwar Daniel Radcliffe. Er hat sehr, sehr schön auf uns gehört und in seine Liste in die Comments gepackt, was ich sehr gut finde. Aber die Qualität des Comments. Ja, die Qualität ist jetzt auch falsch ausgedrückt. Ja? Also wir sind über jeden Kommentar wahnsinnig dankbar. Aber ich würde einfach gerne mal mit dir über Daniel Radcliffe diskutieren. Das ist richtig. Also wäre fast bei mir auch in die Liste gekommen. Ja? Ist Harry Potter, ne? Ach, der? Okay, das checke ich nicht. Vor allem Leonardo DiCaprio auf 1, klar. Hayden Christensen, der junge Anakin von Star Wars, auch okay. Ja, also total, wenn er nicht spricht. Wenn er nicht spricht. Und wenn man die Filme ausblendet. Aber Daniel Radcliffe, ganz ehrlich. Ja, krass. Nee. Weiter geht's. Weiter geht's. Nehmen wir mal Kairo Kamel. Ah, das gute Kairo Kamel. Kairo Kamel hat auch eine großartige Liste geschickt. Sie hat sie aber nicht Milf genannt, sondern Wilf, weil sie offensichtlich eine Frau ist. Übrigens, sehr guter Einfall. Ja, wie sich das verselbstständigt auf einmal. Das ist krass, ne? Super geil. Wir machen eine Liste und es verselbstständigt sich und ihr macht neue Ideen und so, richtig, richtig stark. Platz 2, und jetzt kommt's. Die Tänzerin aus Ed Sheerans Musikvideo zu Thinking Out Loud. Oh, wer kennt sie nicht? Die gute Tänzerin. Vor allem offensichtlich kennt Kairo Kamel sie selbst nicht, oder? Ja. Hast du dir das Video seitdem mal angeguckt? Nee, muss ich gestehen, habe ich nicht gemacht. Ja, sind wir schon 2. Aber die ist bestimmt mega heiß. Frau Hütchen hat uns auch eine Liste geschickt, und zwar hat sie wie Kairo, hast du gerade den Hut gezogen? Ja. Sehr gut. Hat sie wie Kairo Kamel über Frauen geschrieben, die sie offensichtlich attraktiv findet. Fangen wir mal hinten an. Kate Middleton auf der 3. Oh. Mit der Begründung einfach mal, weil man was Royales ausprobieren muss. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Würde. Und jetzt kommt's. Nora Tschirner. Mhm. Mit der Begründung, ich glaube, sie ist unglaublich lässig. Wäre jetzt nicht in meinen Top 100 gewesen. Ja, aber wenn du jetzt von Deutschen auswählen würdest, vielleicht. Ja, Platz 1 wäre dann schon wahrscheinlich weiter vorne. Sophia Tomalla. Ist nicht mein Ding, wa? Echt nicht? Nee. Ich habe sie auch gefragt, ob sie die Sophia Tomalla mit den großen Brüsten oder die Sophia Tomalla mit den kleinen Brüsten. Trotzdem, also weil wenn du sie dann, sagen wir mal so, ne, dann siehst du immer das Gesicht von dem Typen von Rammstein auf ihrem Unterarm. Und, Hilfe! Und dann, ich glaube, hätte ich keinen Bock. Stimmt, die hat ein Tattoo von dem Rammstein-Typen, ja, ne? Ja. Naja, Dummheit, ne, die Menschen machen. Aber ey, man muss ja auch klarstellen, ey, man geht hier, also wir gehen hier nach Optik, ne? Ja, selbstverständlich. Also ja, sonst ein ganz toller Mensch. Und nein, nee, eben nicht. Ach so, nee, ist sie nicht, nee. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, aber gerade weil du Optik sagst, muss ich sagen, das Tattoo würde mich schon abschrecken. Ich würde noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung zu den Flops machen, weil da sind auch gute Sachen dabei. Da sind richtig gute dabei. Dein Favorit war? Matthias Schweighöfer als Flop ist schon krass, ja, weil der ja schon denkt, dass er richtig geil ist, glaube ich. Ja? Hat ja auch einen geilen Buddy und so und hat eine Serie auf Amazon. Und vor allem gibt es einfach wahnsinnig viele Mädels, die den wirklich unfassbar attraktiv finden. Echt? Ganz viele, klar, auf jeden Fall. Ich dachte eher, das ist so Elias Mbarek. Und dann die Elias Mbarek denken, dass sie bei dem keine Chance haben, die gehen dann zu Schweighöfer. Oder meinst du, es sind richtig viele? Also wenn man der Facebook-Seite glauben kann, sind es, glaube ich, richtig viele. Echt? Ja. Aber wenn man auch der Facebook-Seite von dieser Frau glauben kann, dann sind es auch richtig viele. Und zwar Angelina Jolie. Ist nicht nur einmal genannt worden. Ja, was ist denn da los? Warum? Krass. Ich weiß auch nicht, aber ich muss auch zugeben, Angelina Jolie finde ich auch nicht geil. Nee, ich auch nicht. Also die einzige, die ich gut finde, ist die mit Billy Bob Thornton auf dem roten Teppich so krass Zungenküsse gemacht hat. Die ist ein sympathischer Mensch, da denkt man sich, ja, mit dem würde ich doch gerne jetzt, nachdem Billy Bob Thornton schon überall war, würde ich doch jetzt gerne, aber nee. Till Schweiger ist übrigens, wo ich das hier gerade sehe, von Svenja Goes to America, auch ein Flop. Ein Flop, ja, finde ich auch, ja. Stell dir mal vor, der redet dabei.
Ich verstehe es ja nicht. Denkt dran, wir freuen uns wahnsinnig über Likes und Abonnements. Abonnements. Kommentiert unter dem Video und kommentiert natürlich auch unter den anderen Videos. Und dann seid ihr schon beim nächsten Mal bei dem großen Feedback von... Ja. Lass mal reden. Tschüssi.